You are in the home stretch now. Only a few more chambers until this testing course is over. Time to introduce the last new testing element. These Aperture Science Excursion funnels will mostly work in both timelines. Have fun exploring all your options in the next chamber. Dankeschön, lieber Herr Ansager. Und mit diesen Worten heiße ich euch, Grid Gamer, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Portal Reloaded. Und ich wollte einfach nur nochmal diese Worte hören. I'm on the home stretch. Und wir sind auf der Zielgeraden. Nur noch 3 Testkammern liegen vor uns. Doch ich befürchte, es werden die mit Abstand schwierigsten Testkammern werden, die es hier in dieser Mod so zu bieten wird. Ja, aber natürlich werden wir da natürlich auf alle Fälle hoffentlich mindestens genauso gut bestehen, wenn nicht sogar noch besser als in den letzten Tests. Aber es wird natürlich eine ziemliche Schwierigkeit werden, dies zu tun. Und ja, ab diesen Tests wird es jetzt hier die schönen Universalröhren geben. Ja, die, wo ich zumindest als Universalröhren getauft habe. Und mit denen können wir uns doch schon mal einen sehr guten Überblick verschaffen. Also wir haben diese Uniröhren, wir haben 2 Knöpfe. Dieser eine hier wird die Uniröhre ausschalten, auf der ich gerade bin. Und ja, der andere wird hier diesen Grill ausschalten. Also wir werden wahrscheinlich, ja genau, hier durch müssen. Ne, ungefähr, Moment. Ah, oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es das umdreht. Ja, stimmt, klar, weil wir müssten ja dahin und dann müsste ich quasi dort ein Portal platzieren. Aber um dies zu tun, brauchen wir die 2 Würfe wieder in einer Timeline. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen... Ach, Mist. Ich wollte jetzt richtig cool sein. Verdammt. Lass mich cool in die Zukunft reißen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf diese letzten Kammern. Ich bin zumindest ziemlich gehypt tatsächlich darauf, auf die ganze Geschichte hier. Und jetzt machen wir das. Hui! Yeah! There we are. So. Hier funktionieren die Dinger auch. Okay, interessant. Ich muss jetzt natürlich erstmal wieder schön beobachten, wo etwas geht, wo etwas nicht geht. Wo wir was haben, wo wir etwas nicht haben. Um die ersten Schritte zu planen. Aber so wie ich das sehe... Ah ja, okay, ich weiß jetzt, wie ich nach da hinten hinkomme. Und das machen wir am besten in der Gegenwart. Ja, eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte, einfach weil es in den Kommentaren stand, ist die Tatsache, dass, nun ja, wie es schon richtig geheißen hat, der menschliche Kopf wirklich sehr, sehr anders denkt. Ja, man denkt ja immer, ja, hier von wegen, oh, wir können uns, warte mal, genau, andersrum bitte. Man denkt ja immer, die Zukunft sei ja immer das helle, das freundliche Aussehen, ja. Das denken wir ja immer und das ist so ein richtiger psychologischer Trick einfach, weil das denken wir wirklich alle. Und deswegen passiert das hier so einfach, dass man mal die Zukunft und die Gegenwart einfach wirklich komplett miteinander verwechseln tut. Und das kann wirklich einfach passieren. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert und das passiert wirklich fast allen. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. So, 3, 2, 1, Feuer. Und dann begeben wir einfach uns mal mit dem Kubus hier hin. Und ja, das wird dann wahrscheinlich das erzielen, was ich denke, was es erzielen wird. Nämlich, genau, die schöne Röhre rückwärts herum platzieren. So, und jetzt bräuchte man nur noch einen Kubus nach da hinten hin. Deswegen, whoop. Lass mich bitte raus und wir springen mal in die nächste Timeline. Bitte, bevor ich das mache, wäre es vielleicht mal... Ja, wobei, ich glaube, das funktioniert ja in beiden Zeiten, ne? Genau. Aber hier ist es ja genau andersherum, ist ja die Sache. Es ist hier genau andersherum, da ja die Zukunft hier so komplett vermüllt ist und schrecklich aussieht und so weiter und so fort. Das ist ja eben wirklich die Sache hier. Weswegen man das so hart wechselt. Und den einzigsten Punkt, den ich halt habe, der mir da ein bisschen hilft, ist halt ganz ehrlich gesagt einfach der. So, wie mache ich das jetzt hier eigentlich? Ah, so mache ich das. Dass, ja,
Der einzigste Punkt, der mir da ein bisschen hilft, ist von wegen, es gab mal so eine Doku-Serie, das habe ich glaube ich schon einmal erwähnt, ich möchte es jetzt hier nochmal erwähnen, weil ich habe es ein bisschen falsch aufgezählt tatsächlich. Das heißt einfach Zukunft ohne Menschen. Das lief mal auf dem, damals hieß der Sender noch, N24, jetzt heißt es ja inzwischen Welt. Und dort wurde quasi gezeigt, was passieren würde, wenn die Menschen komplett von der Bildoberfläche verschwinden würden. Ich glaube, ich muss in der Zeit, um weitermachen zu können. Und da war dann quasi halt genau dieses Ergebnis auch halt eben das gewesen, von wegen, ist ja eigentlich klar, da zerfällt alles, da wird alles quasi der Urwald wieder zurückkehren, die Natur wird sich wieder alles zurückholen, was es so gibt. Und so weiter und so fort. Genau. Und deswegen habe ich da ein bisschen Hilfe, was das angeht. Okay. Jetzt ist nur natürlich die Frage, wie bringe ich den Kubus da hinein? Das ist tatsächlich jetzt eine sehr gute Frage. Ich verlasse nochmal ganz kurz das Feld. Weil ich habe irgendwie fast schon das Gefühl, das Erste, was wir vielleicht machen müssen, ist es eventuell sogar gar nicht mal hier das umzukehren, sondern dieses Feld da wegzubekommen. Oder ich habe ja keine Möglichkeiten so irgendwie, ne? Wow. Ganz ruhig, Brauner. Nur was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier mit der Timeline ein bisschen hier verrückt spiele? Okay, das will ich jetzt ehrlich gesagt kurz mal herausfinden. So, und dann... Okay, das kann nicht durchdringen, ich verstehe schon. Okay, wie mache ich das jetzt eventuell, dass ich nach dort oben komme? Okay, so, der Big Brain Modus muss ich jetzt aktivieren, nachdem ich euch erstmal hier wieder begrüßt habe und kurz was erzählt habe, muss ich jetzt erstmal wieder überlegen, wie es weitergeht. Also ich glaube doch schon, dass es so richtig ist, dass der Gegenwartswürfel da drauf muss und der Zukunftswürfel muss dann nach da oben hin. Und ich muss jetzt einfach mal gucken, wie ich das hinkriege. Mit Momentum ist nichts, ne? Nee, es steht auch nichts drauf. Okay. Muss ich auf dem Knopf stehen, weil hier dieses Zeichen da ist. Das könnte eventuell auch gut sein. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen. Kann ich einen Kubus da durchschicken? Nicht wirklich, ne? Nein. Also nur mit Hilfe dieser Röhren. Das geht nicht. Diese Plattform da oben ist mega komisch irgendwie, finde ich. Komme ich da irgendwie drauf oder so? Wir probieren es einfach mal. Hopp! Ab nach oben. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen eine Übersicht hier erhalten über das Ganze. Das ist halt schon ein bisschen auffällig, ne? Aber jetzt klar und logisch nachdenken. Ich weiß natürlich, was der letzte Schritt ist, den wir tätigen müssen. Das ist klar. Ich habe echt das Gefühl, ich muss irgendwie was mit dem Zeitportal machen. So. Und ich werde das jetzt einfach mal... ja, irgendwo mal probieren. Flupp. Ah. Ja, das geht natürlich auch. Stimmt, klar. Ich habe ja in der anderen Timeline... genau, habe ich ja hier das noch blaue Röhrchen. Und wir können ja hier die Portale setzen, wie wir wollen, ohne hier den Kurs zu ändern. Das könnte ich gut ausnutzen. Aber dann haben wir halt auch wieder das Problem mit diesem Emanzipationsgrill da oben. Na egal, vielleicht können wir ja trotzdem etwas damit anstellen. Wir könnten auch hier etwas umkehren, aber was bringt das? Ne, wir müssen da irgendwie nach oben durch. Genau, dann bringe ich quasi diesen anderen Strahl, der mich in die andere Richtung trägt, mit in diese Zeitline. Und dann haben wir hier einfach die zwei Röhren, was halt auch wieder mega verrückt ist zu beobachten. Aber hilft mir das weiter? Das ist jetzt die Frage. Hilft mir das jetzt irgendwie weiter? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Den Kubus kann ich da nicht nach oben transportieren. Das geht nicht. Mit Momentum ist also nichts möglich. Ich muss vielleicht doch erst den Würfel dorthin bringen. Aber wie stelle ich das nur an?
Das ist schwierig. Vor allem, wenn ich jetzt einfach im Portal umplatziere. Ja, würde alles weggehen. Immerhin, dieser Ton ist so entspannt einfach, muss man sagen. Könnte man glatt so einschlafen, ohne Scheiß jetzt. Es ist so melancholisch, finde ich. Oh. Was zur Hölle? Okay. Das ist immer cool. Jetzt habe ich beides fusioniert. Was passiert, wenn ich da jetzt reingehen würde? Wow. Oh, lol. Okay, es transportiert mich trotzdem in eine Richtung. Obwohl ich jetzt quasi beide Röhren gleichzeitig hier habe, trägt es mich nach oben. Ja, das ist ja interessant. Hä? Was zur Hölle? Was war das denn? Warte, was? Okay, Moment. Ich konnte gerade schweben oder so. Das war cool. Lass mich schweben. Okay. Was zur Hölle? Hä? Das ist doch... Das ist so aber nicht gewollt, oder? Yay, cool. Ich habe den Kubus nach da oben. Jetzt muss... Okay. Hä? Das ist ja mal mega merkwürdig. Okay. Ja, warte. Mach das Zeitportal weg. Okay, das soll so natürlich nicht sein, aber... Interessante Entdeckung. Okay, warte mal. Wir ersetzen mal kurz den Kubus. So, bitteschön. ist aber mal trotzdem mega witzig. Dann beam me up, Scotty. Oder besser gesagt, lift me up. Jetzt muss ich an den Song von Moby denken. Lift me up, I am the one. Lift me up, I am the one. Ey, wir müssen gute Laune hier behalten, ne? Auch wenn der Test hier kryptisch ist. So, okay. Nee, aber jetzt ernsthaft. Wie kriege ich das hin? Ja gut, ich könnte, wenn ich hier an diesen Posis bin, den Kurs so machen, ne? Das würde ja gehen. Und dann hätte ich hier diesen Strahl. Aber das Problem ist halt immer noch, ich muss diesen Grill da wegbekommen. And that's the problem. That's the problem. Gehen wir kurz in die Zeit nochmal. Machen das hier. Ich teste mal das ganz kurz. So. Und flunk. Und dann müsste es flunk machen. Wow. So, jetzt bin ich hier oben. Cool. So, genau. Es würde mich jetzt da reinziehen. Aber ich brauche halt eben noch, ja. Den Würfel da oben. Es verleitet halt einen so ein bisschen, ne? Hier mit Momentum zu arbeiten, aber... Bringt ja nichts. Ich mach's jetzt mal spaßeshalber, aber... Ne, so, warum halt? Ich wüsste ja jetzt sogar, wie ich auch andernfalls einfach in die Röhre komme. Wenn ich jetzt einfach das Orangene unter mir wegmache und das Zeitportal unter mir platziere, dann würde ich auf der anderen Seite wieder in den Strahl hineinfallen und da reingehen, aber halt immer noch mit dem Problem wegen dem Grill. Und ja. Hui! Juhu! So, aber das bringt mir halt auch wieder nichts, ne? Also, dass ich jetzt halt lustig hin und her springe. Was ist eigentlich... Was würde jetzt passieren? Ich habe ja dieses orange Portal oben, ne? Wenn ich jetzt hier das blaue unter mir schnell platziert kriege. Was würde dann passieren? Der Kubus ist einfach durchgeflogen. Okay. Hä, das soll aber so nicht sein. Lass mich rein. Der Kubus ist einfach durch den Zaun durchgeflogen. Der Kubus ist durch den Zaun durchgeflogen? Flupp. Ich trage den Kubus auf meinem Kopf herum. Ui, bin ich nicht ein Zirkusakteur der Sonderklasse?
Ja gut, der Kubus kommt zwar nicht durch, aber ich komme durch. Jetzt bin ich denn da nicht früher auf die Idee gekommen? Ich... Ach Gott, ey. Ich horchle mal wieder. Mensch, Grit. Du kommst doch da durch. Lern das doch mal endlich. Meine Fresse, Alter. Okay, Moment. Das haben wir gleich. So. Hui. Oh cool, jetzt bin ich nochmal hier oben. Aber ich möchte den Würfel nicht noch einmal neu spawnen lassen. Das lassen wir mal schön. So. Jetzt habe ich hier doch vorhin das wunderschön gemacht, ne? Mit dem Zeitreisesprung. Das machen wir jetzt hier genauso. Hui. So. Und dann einmal alle ab. Ich weiß nicht, wo der Kubus... Oh. Der Kubus ist... Okay. So. Cool. Jetzt bin ich zwar hier. Aber wie zur Hölle kriege ich jetzt einen Kubus hier hin? That's a great question. Wenn der hat sich da jetzt richtig ekelhaft festgestackt, ne? Kriege ich doch da rausgerettet, ja. Ah, ja, 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 ja. Ich hab's jetzt. Nein, bleib auf dem Knopf stehen, genau. Jetzt, Settle, wir haben's, Geißengerz. Platziere dich. Juhu. Nächste Testkammer gelöst. Ah, oh, jetzt, Settle, hat's doch funktioniert. Wunderbar. Es hat mich jetzt, wie lange gedauert? 26 Minuten 40 Sekunden. Okay. The time-bending technology used to create these time portals is only stable in one specific configuration. Aha. We cannot choose the exact point in time to which the time portals will lead. We can only take wirklich a small glimpse of what the facility looks like. 20 years from now. Mm-hmm. What exactly transpired is still unknown, but the data we collected points to a single rogue test subject. Oh. Ja, und das sind dann wahrscheinlich halt wir, ne? Der einzelne Testkandidat, der da noch am Leben ist in 20 Jahren. Na super, das ist ja ganz großartig. Komplett alleine isoliert hier. Juhu. Die Freude ist ganz meinerseits. Vor allem die Ehre ist ganz meinerseits, wirklich der letzte Überlebende hier zu sein. Yay! Oh mein... Oh mein Gott! Das ist eine riesige Kammer. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Oh Gott. Okay, das wird hardcore. Okay, wo wird der Kubus hier gefallen gelassen? Aha. Da ist eine Katapultplattform. Das war zu früh. Machen wir uns einfach gleich ans Werk. Riech ans Werk. So. Und jetzt. Aha. Hier wird es jetzt nach oben geschleudert. Okay. Mhm. Oh, ich sehe schon, was gemacht werden muss. Oh, das könnte cool werden. Wir müssen den Kubus quasi hier richtig lenken. Oh. Okay, das wird echt tatsächlich geil. Was zum... Okay, dann habe ich halt nicht unendlich Zeit. Okay, 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 das wird ja insane, weil wir haben ja hier die Möglichkeit, das auszustellen. Hier die Möglichkeit, zurückzudrehen. Und wir haben hier Gitter. Ja, hier haben wir beides offen, hier haben wir zwei Gitter. Und hier haben wir ja die Möglichkeit, mit dem Katapultding den Kubus zum Beispiel nach ganz oben zu schleudern. Das heißt, ich will dann erstmal hier die Portale haben, ne? Butz, butz. Genau, und dann haben wir das da oben. Dann würde das da nach oben gehen. Kubus wird dann da rübergebracht. Da ist Endstation. Genau, und dann müsste ich das so machen. Dann hierhin machen, auf den anderen Knopf gehen. Heranziehen. Genau, und dann im richtigen Moment weggehen. Da haben wir eine Portalfläche. Und dann könnte ich den Kubus fangen. Am besten hier. So, was haben wir aber noch alles? Ich werde mir das gleich nochmal alles näher ansehen. Also hier hinten ist jetzt nichts mehr.
Da hinten ist aber noch ein Knopf. Und was löst der aus? Der löst was aus? Aha. Okay, der würde das hier auslösen. Dann müssten wir den einen Kubus hier sanft ablegen. Dann hätten wir hier diesen Grill, der aus ist. Und das brauchen wir, um dann da den Knopf reinzudrücken. Genau, ich würde mir tatsächlich das Zeitreißen erstmal komplett sparen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, den Kubus zu besorgen. Also, wünscht mir Glück, meine Geißen Girls. Das wird jetzt eine Odyssee. Na, noch nicht. Aber jetzt. Und flop. So. Und jetzt als nächstes da oben. Und dann als nächstes hier. Schnell zurückziehen. Und weg. Okay, alles gut. Ich habe noch Zeit. Okay. Das Rote da lassen und herkommen. Nein. Ah, verdammt. Okay, warte. Da hätte ich ausstellen müssen. Okay, Moment. Das Blaue ist jetzt hier bei mir, ne? Alles gut. Ich krieg den Kubus. Alles easy. Gar kein Problem. So. Jetzt haben wir schon mal den einen Kubus schon mal gesammelt. So, die Frage ist nur... Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich hätte machen müssen. Also wir brauchen hier definitiv wieder zwei Kubusse, das ist klar. Weil einer muss hier bleiben. Und die ganze Zeit das gedrückt halten. Und es wäre... Oh, warte mal. Wir müssen vielleicht erstmal den Kubus aus der Dingens heranholen, aus der Zukunft. Fällt mir gerade ein. Oder? Warte mal, bevor ich jetzt weitermache, kurze Lagebesprechung hier. Da drauf muss der Gegenwartswürfel drauf. So, der Gegenwartswürfel muss drauf und in der Zukunft kann ich ja dann jederzeit wieder einen neuen Kubus besorgen, jederzeit, ohne ja die Zukunft damit zu beeinflussen. Okay, das heißt, ich muss den Gegenwartswürfel hier drauf kriegen. Okay. Wir können ja hier Schwung sammeln, ne? Okay, vielleicht sollte ich das hier noch einmal machen. Oh, ups. Das war Fail. So. Okay, dann probieren wir das Ganze noch einmal. I have a plan. Nein! Verdammt, das war zu früh. Da kann ich schon ein bisschen länger draufstehen bleiben. Okay, aber die Testkammer ist mega cool. Die feiere ich. Die ist richtig geil. Die Idee ist awesome. Warte. Genau, und jetzt hier zurück. Genau, und jetzt da. Genau, und jetzt muss ich hier quasi Schwung ansammeln. Das heißt, ich muss... Ah, warte mal, wie mache ich das jetzt? Warte. Genau, der Kubus muss hier am besten sanft abgelegt werden, oder? Geht das gut, wenn ich den jetzt da einfach draufklatschen lasse? Wir probieren es mal. Oh. Ich vergesse es jedes Mal, ne? Es ist... Ah, herrlich. Okay, Moment. Dann machen wir nochmal blau hier hin. Ah, jetzt ist er wahrscheinlich im unendlichen Loop. Jawohl! Hui! Okay, warte. Ja gut, ist ja gerade alles stabil. Ich muss ihn nur da raus besorgen. Das heißt, ich deaktiviere am besten blau. Genau. Na, das dachte ich mir schon. Ich muss das so machen. Okay, got it. Warte, ich habe doch einen Speicherpunkt gesetzt, ich alter Halunke. Und das nutze ich jetzt natürlich eiskalt aus. Muah, dass ich das nicht nochmal machen muss. Ich bin so ein Cheater. So ein Drecks-Cheater. Verbannt diesen Grid. Aber ganz schnell. So, ich könnte auch das umkehren lassen, ne? Das würde auch gehen. Ja, mach. Das passt schon so. Ja, alles. Hey! Wieso? Betrug?
Wieso geht das nicht? Okay, Moment. Ach so, ja klar. Ja, natürlich. Oh, ich Dummi. Natürlich, ja klar. Da ist ein Dingens drauf. Da ist ja so ein Gitter im Weg. Stimmt ja. Aber komischerweise, wenn die Kubusse Geschwindigkeit haben, dann dringen die da durch, ne? So, blau muss deaktiviert werden, ne? Ich will mal mit nicht so viel Schwung und dann halt schnell wieder ein anderes Portal platzieren. Ja, wobei, nee, wenn ich das ja jetzt mache... Genau, ich müsste eigentlich auf den anderen Knopf zum Deaktivieren dieser Röhre. Ich speichere nochmal. Platziere blau. Nein! Ah, verdammt. Hat nicht geklappt. Nochmal. Okay. Ich schaff's einfach nicht, auf den Knopf stehen zu bleiben, ne? Das ist eine hohe Schwierigkeit, eine hohe Kunst. Ich sehe schon. Und dann müsste ich halt ganz schnell das wieder aktiviert kriegen und dann könnte ich den Würfel dahin begeben. Das würde klehen und klar gehen. Nein, Mist. Okay, nochmal. Warte. Blau nochmal platzieren. Genau. So, dann kommst du nach oben. Ich muss das jetzt genau ausmachen. Aber wieso mache ich es mir eigentlich... Warum mache ich es mir eigentlich so kompliziert? Ich habe da noch zwei andere Portalstellen, nicht alter Halunke. Okay, Moment. Wenn ich jetzt das Rote da platziere, würde es wegstoßen. Das heißt, ich muss es heranziehen lassen, ne? Okay, das ist ein cooles Detail. Ja, genau so. Okay, und jetzt muss ich... So. Und so. Ja, geht doch, Grid Gamer. Nutz doch mal gefälligst alle deine Möglichkeiten aus, anstatt dich nur auf das eine zu fixieren. Okay, cool. Und trennen. So. Got it. Jetzt haben wir den Kubus schon mal hier. Jetzt können wir die Zeitreise machen. Und den Kubus aus dieser Zeit heranholen. Ist jetzt natürlich die Sache, wird das hier auch so einfach funktionieren? Oder wird das bedeutend schwieriger? Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall, wir holen uns den Kubus. Jetzt. Wow, das war knapp. Blubdiwupp. Und da nochmal nach da oben. Speichern. Genau, und dann hier. Zurückziehen. Genau, dann rot unter ihm platzieren. So. Und dann blau hier platzieren zum Auffangen. Und das Ding deaktivieren. Ich, Halunke, vergesse es immer wieder. okay, dann machen wir das nochmal so. Schnell. Ah, goddammit. Okay, Moment. Ist es ja jetzt wieder im Loop? Alles cool. Genau, rot da lassen, wo es ist. Und blau deaktivieren. Und dann haben wir den Kubus. So. Zeitreise. Und dann, genau. Jetzt ist natürlich noch die einzigste, übrigste Frage. Wie kriegen wir jetzt den Kubus nach da oben hin, ne? Ziel ist ja letztendlich das hier. Das wollen wir bezwecken. Genau, und das ist jetzt natürlich die... Wichtige und einzig gute Frage, wie mache ich das jetzt? Okay. Das wird jetzt natürlich noch ein großes Etwas werden. Wie kriege ich jetzt den Kubus quasi auf diese Position? Ich hätte eine Idee. Okay, Zeitportal, verpiesel dich mal ganz kurz. Ich möchte den Würfel hier ablegen, wenn es geht. Ja, genau so. Tada. Na, jetzt haben wir den Würfel dahin positioniert. Genau, und jetzt muss ich...
dafür sorgen, dass der Würfel nach oben gelangt. Genau so. Ich mag auch hier wieder die Musik, ist ganz nett. Genau, und dann am besten blau hier platzieren. In the event that something horrific were to happen to this facility in the future, my protocol is to find a viable candidate that can withstand the effects of time travel on the human body and help to rectify whatever led to the tragic events of the future. That's where you come in. Okay. We need you to stop this test subject dead in its tracks and save the facility. Oh, okay. Das ist unsere Aufgabe. Also ich dachte, wir sind jetzt hier derjenige, der hier vor dem Übel bewahren soll, sag ich jetzt mal, weil wir ja derjenige sind, oder diejenige, sollte ich ja besser sagen, die ja hier die ganzen Zeitreisen übersteht. Aber angeblich gibt es hier noch einen anderen Test, eine andere Testsubjektin oder einen anderen Testsubjekt, der hier wohl Unruhe stiftet und die ganze Anlage bedroht. Oh mein Gott. Ist damit Shell gemeint? Ich weiß es nicht. Ja, krass. Wie gesagt, jetzt kommt ja vielleicht doch nochmal ein bisschen Story auf mich zu. Und ich werde mir auf jeden Fall nochmal diesen Text gleich nochmal durchnehmen, weil ich habe nicht alles mitbekommen. Mein Englisch lässt ein wenig zu wünschen übrig. So, meine Guys and Girls, die Rohaufnahmezeit beträgt 42 Minuten 40. Also diese zwei Testkammern, besser gesagt die zweite, die haben wir gerockt, aber ich muss auch sagen, die war echt auch wieder richtig geil innovativ. Hat mir sehr gefallen. Diesen Kubus Umlenkungsspiel da zu machen mit diesen Röhren. Hat mega Spaß gemacht. Fand ich sehr geil. Und damit heißt es im nächsten Part, die letzte Testkammer zu beschreiten. Da vorne wartet sie auf uns. Oh boy. Wie schwer wird sie? Und vor allen Dingen, wie wird das Spiel enden? Durch die Kommentare weiß ich schon, dass es zwei Endings gibt. Hier auch nochmal kurz ein Hinweis. Jetzt auch nochmal hier aus der Let's Player-Sicht. Sowas zum Beispiel zu sagen, finde ich noch okay. Ich weiß ja zum Beispiel auch bei Portal Stories Mel, das Portal-Spiel, was als nächstes Let's Played wird, dass es dort quasi so zwei Modis gibt. Einmal den Story-Modus und einen Advanced-Modus, halt wahrscheinlich für fortgeschrittenere Spieler. Das ist neben der Tatsache, dass es hier in Reloaded zwei Endings gibt, noch vollkommen in Ordnung für mich, so etwas in die Kommentare zu schreiben, da nichts zum Inhalt des Spieles verraten wird. Wenn allerdings zum Beispiel verraten wird, ja, in dem einen Ending passiert übrigens das und das und im anderen Ending passiert übrigens das und das, dann ist das für mich wiederum ein Spoiler und dieser Kommentar sollte dann ganz schnell bearbeitet werden. Wie gesagt, ich möchte hier die Portal-Spiele genießen. Ich möchte sie, ohne dass ich etwas über diese Spiele weiß, durch Let's Playen und nicht bereits Informationen über Kommentare herausfinden, noch bevor ich damit angefangen habe. Ich weiß, ihr meint das alles nur nett und freundlich, aber solange ich diese Spiele noch nicht gespielt habe, verratet bitte absolut nichts über die Games, weil ich habe jetzt einen Kommentar erhalten über Portal Revolution, wo ich jetzt weiß, dass es dort einen Kern geben wird, der bestimmte Aussagen tätigt, wenn man irgendwelche Turrets am Leben lässt. Und das ist halt für mich wiederum so ein Inhalt, weil jetzt weiß ich, oh, da ist ein Kern in dem Spiel und der wird eventuell ein Begleiter jetzt von uns werden, ne? Deswegen hier nochmal der Hinweis von mir aus. Ich weiß, ihr meint es nur nett, aber passt ein bisschen auf, was ihr da in die Kommentare tippt. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt aber wirklich von der Folge. Die nächste Folge wird dann das Finale von Reloaded werden. Ich bin extrem gespannt darauf, was uns hier erwartet. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt die Beschreibung aus. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis denne und ciao.